Das ist eine junge Dame, die eindeutig eine große Seifenblase hat, die sie wahrscheinlich gleich zerplatzen lassen wird. Und ein solches Bild zu fotografieren, da werden die Leute sagen, ja, das können nur die Profis, ja. Aber hier habe ich jemanden, der behauptet, das ist einfacher, als man denkt, denn man kann Serienbilder machen, vollautomatisch und anschließend das schönste Bild auswählen. Und mit welcher Kamera das geht, das wird uns gleich der Johannes erzählen. Johannes Gressung von Foto Gressung, der Zeit seines Lebens quasi Fotografenhändler ist, ja, und ein ganz tolles Geschäft hat hier in der Saarbrücker Innenstadt. Hallo Johannes. Hallo, guten Abend. So, jetzt haben wir zwei Kameras, die wirklich toll sind. Wir haben nämlich zwei Preiskategorien, sage ich jetzt mal. Ein Einsteigermodell, 18,1 Millionen Pixel, die können quasi alle das Gleiche, mehr oder weniger, richtig, aber Komfort? Sagen wir so, vom Komfort haben die Kameras das Gleiche. Der Vorteil der teureren Kamera ist der, dass sie einen größeren Sensor mit 1 Zoll hat und damit noch eine bessere Dynamik und Bildqualität. Genau, das ist besonders, wenn man zum Beispiel nachts fotografiert oder im Dunkeln und so weiter, ist der große Sensor hat Vorteile, oder? Gut, und ich habe die Möglichkeit, halt deutlich größer die Bilder zu vergrößern nachher, wenn ich das schönste Bild mir an die Wand hängen möchte. Genau, das heißt ein Ausschnitt zum Beispiel und dann zoome ich bei der einen ran, da ist es vielleicht ein bisschen unschärfer, bei der anderen ist es etwas schärfer. Genau, weil der Sensor eben um ein Vielfaches größer ist. Genau, vielleicht direkt das Schlimme zuerst, ja, wo liegen wir preislich ungefähr? Bei dem einen Modell liegen wir unter 400 Euro, bei der anderen unter 600 Euro. Genau, wobei die Preise Tagespreise sind, also heute an dem Tag, wo wir fotografiert haben. Also ihr habt immer quasi Preise auch an der Orientierung, mehr oder weniger im Internet. Das heißt, da kommen wir ja heutzutage nicht mehr drum rum. Wenn man Leute sehen, Preise und so weiter, dann kann man gerne diskutieren. Aber ihr liegt meistens nicht weit davon weg, oder? Richtig, ich denke, wir haben faire Marktpreise mit guter Beratung. Genau, super. So, jetzt zeig mal bitte. Also diese Kamera kann nämlich Photoburst. Das ist was ganz Besonderes. Sie macht nämlich ganz viele Serienbilder hintereinander und dann kann ich auswählen, welches ich gerne hätte. Richtig. Das heißt also praktisch, die Kamera geht hin. Zum Beispiel ein solches Bild, wie ich es jetzt hier zeige, das nächste, da wäre früher der ganze Gläserschrank bei drauf gegangen. Heute sitzt das beim ersten Mal. Und zwar macht die Kamera praktisch in dem Photoburst innerhalb einer Sekunde 30 Bilder. Und dann gehe ich hin und sage, okay, das ist hier das Allerbeste. Das hebe ich mir auf und habe damit Dinge, die früher undenkbar waren. Das heißt aber, ich kann natürlich, wenn ich möchte, auch alle 30 behalten. Dann ist halt mein Rechner schnell voll. Aber normalerweise habe ich solche Situationen. Ich zeige das mal gerade. Da ist jetzt zum Beispiel das Chamäleon. Das frisst jetzt hier, was weiß ich, ja. Genau. Und dann drückt man drauf, die eine Sekunde. Und dann kann ich mir das Bild auswählen, wenn ich es habe. Genau, denn es war früher unmöglich, genau den Moment zu finden, wo eben die Zunge dort war, was der ist. Oder hier mit der Kaffeetasse. Das war wirklich nur Profis vorbehalten. Und das kann heute jeder direkt. Wenn man weiß, wie es geht. Und ihr erklärt den Leuten ja auch, wie es funktioniert, aber es ist sehr einfach, oder? Das machen wir. Wir erklären jedem, wie das geht. So, wir machen am besten mal die Kamera an. So, das ist ganz einfach. Kamera einschalten. So, und dann habe ich hier oben diesen 4K-Knopf und dann kann ich direkt wählen. Zeig mal gerade den 4K-Knopf. Der 4K-Knopf ist hier oben. Steht 4K drauf. Und dann gehe ich einfach auf den 4K Preburst, fertig und das war's. Und wenn ich jetzt ein Bild mache, habe ich diese 30 Bilder pro Sekunde. Eine Sekunde lang gespeichert und kann dann mein Bild, auch wenn die Katze in der Wohnung springt oder das Kind läuft herum, und dann kann ich optimal die beste Situation raussuchen. Das Ganze geht vollautomatisch oder in jedem Programmmodus? Das geht im Prinzip vollautomatisch in verschiedenen Programmmodi. Ich kann das auch mit anderen Modi machen. Ich kann die Blenden automatisch, ich kann aber auch Vollautomatik machen, egal, wenn ich will. Okay, das heißt, die hat jetzt, was für einen Sensor hat die drin, die Kamera, die kleine? Die hat den kleineren Sensor drin, das heißt 2/3 Zoll. 2/3 Zoll. So, und die hat, die größere hat was für einen Sensor drin? Die große hat den 1 Zoll Sensor. Das ist im Moment das Größte, was in den Kompaktkameras verbaut wird. Und damit habe ich einen etwas kleineren Zoom, weil das Objektiv natürlich nicht diese Telewirkung ich einbauen kann. Ach so, der Chip ist ein bisschen kleiner, deswegen ist das... Genau. Damit habe ich also bei gleicher Baugröße einen Zoom von 25 bis 250 mm. Bei beiden Kameras ein hervorragendes Leica-Objektiv eingebaut. Technisch im Prinzip dasselbe, aber größerer Sensor und damit bessere Bildqualität, aber auch 4K-Technologie und alles drin. Ihr verkauft die Kameras schon ewig und Panasonic ist eine der Hauptmarken hier, praktisch im Kompaktkamerabereich. Und was zeichnet Panasonic aus? Panasonic zeichnet aus, dass es eine sehr innovative Firma ist. Wie gesagt, mit dem 4K-Fotomodus sind sie vorausgegangen und waren die Ersten, die diese Technologie angeboten haben, auch schon in Systemkameras. Prima. Ihr habt nicht nur die da, ihr habt unglaublich viele Kompakt- und Systemkameras und so weiter da. Wie viele habt ihr ungefähr da? Hunderte, oder? Ja, mit Sicherheit. Okay, klasse. Wo findet man euch? Uns findet man in der Diskonto-Passage, das heißt in der Passage zwischen Karstadt und dem Diskonto-Eck.
dem Diskontoeck. Das Ganze ist im ersten Untergeschoss. Das heißt, ihr fahrt mit der Rolltreppe runter. Wenn jetzt natürlich die Leute aus Saarbrücken lachen, sagen, kenne ich ja die Diskontopassage. Ihr habt aber immer wieder Leute, die stehen dann da oben in der Bahnhofstraße Nummer 31. Und das ist das Hochhaus über uns. Die Diskontopassage ist teilweise im Volksmund auch als Karstadt-Passage bekannt. Genau, mit Fug und Recht, denn das Basement, das Untergeschoss von Karstadt endet nämlich in der Diskontopassage quasi. Und deswegen kann man das auch ruhig sagen, ja. Super. Man kann sagen, Karstadt ist quasi ein Nachbar von uns. Ja, ist ja auch nicht schlimm, das kann man ja ruhig sagen. So, vielen Dank, Johannes. Und da sind sie, die beiden fast Schwestern, die eine unter 400, die andere unter 600. Wenn man das Geld hat, sollte man schon zu der etwas größeren greifen. Die Bildqualität ist viel besser, aber auch die kleinere für Schnappschüsse macht absolut tolle Qualität, oder? Genau, und was ganz wichtig ist, die neuen Kameras von Panasonic haben auch einen Sucher wiederbekommen. Das heißt, wenn ich bei Sonnenlicht... Ich kann wieder durchgucken. Das heißt also, wenn ich jetzt bei Sonnenlicht etwas mache, dann geht die automatisch auf den Sucher und das schaltet automatisch um. Okay, das heißt, wenn ich die jetzt näher an mich ranbewege, ist da ein Sensor drin, der schaltet automatisch auf den Sucher um, dann habe ich wieder wie früher... Ich simuliere das jetzt einfach mal, ich gehe mit dem Daumen ran und schon ist der Sucher da. Verstanden. Vielen Dank, Johannes. Wir haben viel gelernt. Panasonic Lumix, zwei Vertreter mit einem revolutionären 4K-Modus, in dem ich praktisch einmal draufdrücke. Die macht wie viele Bilder? In dem 4K-Modus 30 Bilder. 30 Bilder. Ich suche mir das beste Bild aus und habe dann immer ein ganz tolles Ergebnis. Insbesondere bei Kids, bei Kindern, bei Sachen, die sich bewegen und so weiter. Ganz tolle Ergebnisse. Vielen Dank. Ja, Dankeschön.